Sie waren in den Felsen geritzt und mit Pigmenten ausgemalt worden. Orange für die Haare, weiße Kreide für die Kleidung, grün für die Pflanzen, die um sie herum wuchsen, und sogar blau für den Himmel über ihren Köpfen. 6000 Jahre waren verflossen, seit sie in der dunklen Hülle dargestellt wurden. Und nicht weniger alt waren die nahezu identischen Zeichnungen in einer niedrigen Höhlenkammer in Huayan Picchu auf der anderen Seite der Welt. Auch diese Reise hatte sie ein Jahr später mit ihrem Vater unternommen, über den Urubamba-Fluss und durch den Dschungel von Peru. Sie hatte mit eigenen Augen dieselben beiden Frauen gesehen, auf erstaunlich ähnlichen Abbildungen. Wieder zeigte die glatte Felswand dieselben Szenen, die rothaarigen Zwillinge fröhlich im Regen tanzend, und dann detailfreudig die düstere Altarszene. Auf dem Altar lag der Körper einer Frau, und in ihren Händen hielten die Zwillinge zwei winzig sorgfältig gezeichnete Schalen. Soldaten mit erhobenen Schwertern setzten der Zeremonie ein Ende, und dann kam das feindliche Tribunal und die Flucht. Auf einem anderen Bild, verblichen, doch noch erkennbar, hielten die Zwillinge einen Säugling zwischen sich, ein kleines Bündel mit Pünktchenaugen und kaum angedeutetem Rotschopf. Im nächsten Bild vertrauten sie ihren Schatz anderen an, als sie schon wieder von den Soldaten bedroht wurden. Und schließlich der eine Zwilling, inmitten der Dschungelvegetation, seine Arme zur Schwester hin ausgestreckt, das rote Pigment des Haares aus getrocknetem Blut auf der Wand gebannt. Wie gut konnte sie sich an ihre Aufregung erinnern! Sie stimmte in dem Begeisterungstaumel ihres Vaters darüber ein, dass er die Zwillinge in zwei verschiedenen Welten gefunden hatte, auf diesen uralten Bildern, bewahrt in den Berghöhlen Palästinas und Perus. Es schien das größte Ereignis der Geschichte zu sein. Nichts war auch nur annähernd so wichtig. Dann war ein Jahr später in einem Berliner Museum eine Vase entdeckt worden, auf der genau diese Figuren abgebildet waren, wie sie, schalenthaltend, vor der Steinbarre knieten. Ein primitives Ding ohne dokumentarischen Nachweis. Aber was machte das schon aus? Es war nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden auf die Zeit um 4000 vor Christus datiert worden, und unmissverständlich waren die jüngst entzifferten Schriften der alten Sumerer die Worte aufgemalt, die in allen so viel bedeuteten, die Legende von den Zwillingen. Ja, das alles hatte den Anschein überwältigender Bedeutung gehabt, die Grundfesten eines Lebenswerks, bis er dann seine Forschungsergebnisse vorlegte. Sie hatten ihn ausgelacht oder ignoriert. Nicht zu glauben, ein derartiges Bindeglied zwischen der alten und neuen Welt. 6000 Jahre alt, das musste man sich einmal vorstellen. Sie schoben ihn in das Lager der Verrückten ab, zu jenen, die von Göttern als Astronauten sprachen, oder von dem untergegangenen Königreich Atlantis. Mit allen Mitteln hatte er sie zu überzeugen versucht, hatte sie aufgefordert, mit ihm zu den Höhlen zu reisen und sich selbst ein Bild zu machen. Er hatte ihnen Pigmentproben vorgelegt, Laborberichte, genaue Untersuchungen der Pflanzen auf den Zeichnungen und sogar der weißen Gewänder der Zwillinge. Jeder andere hätte aufgegeben. Alle Universitäten und Stiftungen hatten ihm den Rücken gekehrt. Er hatte nicht einmal Geld für seine Kinder zu sorgen. Er nahm eine Dozentenstelle an, um den Lebensunterhalt zu sichern, und abends schrieb er Briefe an Museen in der ganzen Welt. In Manchester hatte man eine bemalte Tontafel entdeckt und eine weitere in London. Auf beiden waren eindeutig die Zwillinge abgebildet. Er ließ sich Geld, um die Fundstücke zu fotografieren. Für die lächerlichsten Zeitschriften schrieb er Artikel zum Thema. Er setzte seine Suche fort. Dann kam diese freundliche und exzentrische Frau, die ihm zuhörte, sein Material sichtete und ihm ein altes Stück Papyrus überreichte, das zum Anfang des Jahrhunderts in einer Höhle in Oberägypten gefunden worden war und zum Teil genau die gleichen Bilder aufwiesen, sowie die Worte, die Legende von den Zwillingen. »Ein Geschenk für Sie«, sagte sie, und dann kaufte sie ihm die Vase aus dem Berliner Museum und erwarb noch die Tontafeln aus England. Doch die Entdeckung in Peru hatte es ihr am meisten angetan. Sie stattete ihn mit Unsummen von Geld aus, um ihm eine Fortsetzung seiner Arbeit in Südamerika zu ermöglichen. Jahrelang hatte er Höhle um Höhle nach weiteren Beweisen durchkämmt, die Dorfbewohner nach ihren alten Mythen und Überlieferungen befragt, in Ruinenstädten, Tempeln und sogar alten christlichen Kirchen nach Steinen heidnischen Ursprungs gesucht. Aber Jahrzehnte strichen ins Land, ohne dass er auf etwas stieß. Letztendlich bedeutete das seinen Ruin. Sogar sie, seine Gönnerin, bat ihn aufzugeben. Sie wollte nicht, dass er sein Leben damit vergeudete. Er sollte jetzt jüngeren Platz machen. Aber davon wollte er nichts hören. Es war seine Entdeckung, die Legende von den Zwillingen. Also überwies sie ihm nach wie vor Geld, und er machte weiter, bis er zu alt war, um Berge zu erklimmen und sich seinen Weg durch den Dschungel zu schlagen. In den letzten Jahren hatte er nur noch gelegentlich Vorträge gehalten. Es gelang ihm nicht, das Interesse der nachfolgenden Studentengeneration zu wecken. Selbst wenn er den Papyrus, die Vase und die Tontafel zeigte, das Zeug passte in kein Schema, keine bestimmte Epoche. Und diese Höhle, konnte man sie überhaupt noch aufspüren? Aber sie hatte ihm immer die Treue gehalten, seine Gönnerin. Sie hatte ihm dieses Haus in Rio gekauft und einen Treuhandfonds eingerichtet, das nach seinem Tod an seine Tochter übergehen sollte.
Mit ihrem Geld war unter anderem die Ausbildung seiner Tochter finanziert worden. Schon eigenartig, dass sie so sorglos lebten, als wäre seine Arbeit noch von Erfolg gekrönt gewesen. »Ruf sie an«, sagte er wieder. Er wurde allmählich ungehalten, da sich seine Tochter noch immer nicht von der Stelle gerührt hatte. Sie stand neben ihm, blickte auf die Bilder nieder, auf die Gestalten der Zwillinge. »Gut, Vater«, sagte sie und ließ ihn mit seinem Buch allein. Am späten Nachmittag des nächsten Tages kam seine Tochter zurück, um ihm einen Kuss zu geben. Die Krankenschwester sagte ihr, dass er wie ein kleines Kind geweint habe. Er öffnete die Augen, als seine Tochter seine Hand ergriff. »Ich weiß jetzt, was Sie ihnen angetan haben«, sagte er. »Ich habe sie gesehen, diese Freveltat.« Seine Tochter versuchte, ihn zu beruhigen. Sie erzählte ihm, dass sie die Frau angerufen habe. Die Frau sei bereits unterwegs. »Sie war nicht in Bangkok, Daddy. Sie ist nach Burma gezogen, nach Rangoon. Aber dort habe ich sie erreicht, und sie hat sich gefreut, von dir zu hören. Sie sagte, sie würde sich gleich auf den Weg machen. Sie möchte alles über die Träume erfahren.« Er war überglücklich. Sie würde kommen. Er schloss die Augen und bettete seinen Kopf ins Kissen. »Die Träume werden wieder anfangen, sobald es dunkel ist«, flüsterte er. »Die ganze Tragödie wird wieder anfangen.« »Ruh dich aus, Daddy«, sagte sie, »bis sie kommt.« Irgendwann in dieser Nacht ist er gestorben. Als seine Tochter das Zimmer betrat, war er schon kalt. Die Krankenschwester wartete auf ihre Anweisungen. Er hatte den stumpfen, starren Blick der Toten. Sein Bleistift lag auf der Bettdecke, und in seiner rechten Hand hielt er ein zerknülltes Stück Papier, das Deckblatt seines kostbaren Buches. Sie weinte nicht. Einen Augenblick blieb sie reglos stehen. Sie erinnerte sich an Palästina, an die Taschenlampe. »Siehst du sie, die beiden Frauen?« Sanft schloss sie seine Augen und küsste seine Stirn. Er hatte etwas auf das Blatt Papier geschrieben. Sie öffnete seine kalten, steifen Finger und nahm das Papier und las die wenigen Worte, die er zitterig niedergekritzelt hatte. In den Dschungeln, umherschweifend. Was konnte das bedeuten? Es war jetzt zu spät, die Frau noch zu verständigen. Wahrscheinlich würde sie gegen Abend eintreffen, den ganzen Weg. Nun gut, sie würde ihr das Blatt Papier geben und ihr alles erzählen, was er über die Zwillinge berichtet hatte. Das kurze und glückliche Leben der Baby Jenks und der Fangzahnbande. Baby Jenks schraubte ihre Harley auf 110 Stundenkilometer hoch. Der Wind ließ ihre nackten weißen Hände erstarren. Vorigen Sommer war sie 14 geworden, als sie es ihr besorgt haben und sie zu einer Toten gemacht haben. Und Totengewicht wuchs sie höchstens 77 Pfund. Seitdem hatte sie ihre Haare nicht mehr gekämmt. Der Fahrtwind fegte ihre blonden Strähnen nach hinten, über die Schultern ihrer schwarzen Lederjacke. Mit ihrem finsteren Blick und dem Schmollmündchen über den Lenkrad gebeugt, sah sie genauso hundsgemein wie täuschend niedlich aus. Die Rockmusik der Vampir-Lestat-Band plärrte so laut durch ihre Kopfhörer, dass sie nur noch die Vibration ihrer schweren Maschine empfand, sowie die irrsinnige Einsamkeit, unter der sie litt, seit sie vor 5 Nächten von Gunbill Very abgedampft war. Außerdem beunruhigte sie noch ein Traum, der sie jede Nacht heimsuchte, kurz bevor sie die Augen öffnete. Dauernd sah sie diese rothaarigen Zwillinge im Traum, diese beiden hübschen Damen, denen so übel mitgespielt wurde. Nein, das gefiel ihr ganz und gar nicht, und sie war so einsam, dass sie fast durchdrehte. Die Fangzahnbande hatte ihr Versprechen nicht gehalten, sie südlich von Dallas abzuholen. 2 Nächte hatte sie am Friedhof gewartet, dann dämmerte es ihr, dass irgendwas nicht stimmte. Ohne sie wären sie niemals nach Kalifornien aufgebrochen. Sie wollten den Live-Auftritt des Vampirs Lestats in San Francisco erleben und hatten vor, sich jede Menge Zeit für die Reise zu lassen. Nein, irgendwas stimmte nicht, das wusste sie. Selbst als Baby Jenks noch lebte, hatte sie für derlei Dinge eine sagenhafte Spürnase gehabt. Und nun, seit sie tot war, hatte sich dieser Instinkt mindestens um das 10-fache verfeinert. Sie wusste, dass die Fangzahnbande in der Scheiße saß. Killer und Davis hätten sie sonst nie sitzen lassen. Killer liebte sie, hatte er gesagt. Warum zum Teufel hätte er sie zum Ding gemacht, was sie war, wenn ich doch's liebe? Wenn Killer nicht gewesen wäre, wäre sie in Detroit gestorben. Sie wäre um ein Haar verblutet. Der Arzt hatte sich zwar redlich abgestrampelt, das Baby war weg, aber sie war so gut wie über den Jordan. Was ihr letztlich auch egal war, so vollgepumpt, wie sie mit Heroin war. Und dann passierte diese komische Geschichte. Sie schwebte zur Decke hoch und schaute auf ihren Körper nieder. Hatte nichts mit den Drogen zu tun. Sie hatte den Eindruck, dass ihr noch allerlei andere Ereignisse bevorstanden. Aber da unten war Killer ins Zimmer getreten, und da oben schwebend konnte sie genau sehen, dass er ein Toter war. Freilich wusste sie damals nicht, wie sich so jemand bezeichnete. Sie wusste nur, dass er nicht lebendig war. Ansonsten sah er recht normal aus. Schwarze Jeans, schwarze Haare, pechschwarze Augen. Hinten auf seiner schwarzen Lederjacke stand Fangzahnbande. Er hatte sich auf den Bettrand gesetzt und sich über ihren Körper gebeugt. »Du bist schon Schnuckelchen, Kleines«, hatte er gesagt. Genau wie der Lude, der sie immer auf den Strich geschickt hatte. Dann plötzlich war sie wieder voll drin in ihrem Körper und hörte ihn sagen,
Du wirst nicht sterben, Baby Jenks. Sie hatte ihre Zähne in seinen gottverdammten Hals gebohrt, und Junge, das war die reinste Seligkeit. Aber die Sache mit dem niemals sterben? Sie wusste jetzt nicht mehr so recht. Ehe sie aus Dallas verduftet war, sich die Fangzahnbande endgültig aus dem Sinn geschlagen hatte, hatte sie noch gesehen, dass das Ordenshaus in der Swiss Avenue völlig niedergebrannt war, genau wie in Oklahoma City. Was zum Teufel war mit all den Toten in den Häusern geschehen? Und das waren auch noch die Großstadtblutsauger gewesen, die ganz Schlauen, die sich Vampire nannten.